Blaupunkt Bremen, das gab es früher schon einmal und ich weiß, ihr werdet es in den Kommentaren heiß diskutieren und sehr kontrovers diskutieren. Macht es Sinn, in einem Oldtimer oder auch in einem Youngtimer ein neues Radio im alten Look zu verbauen? Ich möchte meinen Senf dazu abgeben und euch mal zeigen, was das Radio wirklich gut kann und wo es so ein paar kleine Schwächen hat. Also bleibt dran, viel Spaß. Willkommen bei sound.de, diesmal mit dem Blaupunkt Bremen 46 SQR, nein, SQR 46 DAB heißt, eines der meistverkauftesten Radios bei uns seit vielen Jahren. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo sollen diese ganzen Radios noch verbaut werden? Gibt es wirklich so viele alte Autos, wo dieses Radio toll reinpasst und wirklich eine gute Figur macht? Scheinbar schon. Und jetzt wird es nach dieser ganzen Zeit mal Zeit für ein Video von mir und wo ich ein bisschen was zu dem Blaupunkt Bremen erzählen möchte. Und ich kenne ja eure Kommentare, beziehungsweise auch in den Diskussionen, in den Telefonaten mit euch, in den E-Mails, soll ich jetzt wirklich so ein auf alt getrimmtes Radio einbauen? Soll ich lieber das Originalradio drin lassen von damals? Soll ich das Originalradio vielleicht reparieren lassen? Also es gibt ganz viele Meinungen, es gibt auch ganz viele Argumente und ich kann sowohl die Leute verstehen, die sagen, ich möchte in meinem Youngtimer wirklich das alte Radio von damals drin lassen und auch verbaut haben, oder es gibt auch die andere Variante, die sagen, naja, mit diesem Radio ist das Auto TÜV-fähig, also vor allen Dingen auch hartzulassungsfähig, also warum nicht ein topmodernes Radio verbauen mit Bluetooth, mit DAB, mit Audio-Streaming, mit USB und das Ganze in einem Design, wo man sagen kann, das sieht ja quasi wirklich so aus wie damals. Weil Blaupunkt hat sich da wirklich Mühe gegeben und ein Gerät quasi neu aufgebaut und komplett neu entwickelt. Und das ist bei, ich würde sagen, bei vielen Radios ist es einfach. Also man nimmt eine bestehende Plattform, man nimmt ein bestehendes Kit. Okay, das ist jetzt wirklich mal eine Einwegverpackung. Wir nehmen ein bestehendes Design und passen da ein bisschen was an und machen da einfach die Knöpfe ein bisschen anders. Und ob die jetzt einen Millimeter größer sind oder einen Millimeter kleiner, das spielt eigentlich keine Rolle. Hier, und ich blende euch einfach mal jetzt das aktuelle Gerät und das damalige Gerät jetzt ganz groß ein. Man hat hier wirklich penibel versucht und penibel es auch geschafft, dass die Knöpfe 1:1 so aussehen und sich vor allen Dingen auch so anfühlen, wie das damalige Gerät sich angefühlt hat. Sicherlich, wenn das hier ein bisschen abgekrabbelt ist bei eurem Originalradio, fühlt sich das Originalradio doch ein bisschen anders an, nämlich einfach alt. Das Radio fühlt sich aber wirklich an, wie damals ein neues Radio sich angefühlt hat. Das heißt, man hat wirklich darauf geachtet, die Gummierung, die ganze Oberfläche, die Maserung, die Haptik hier an der Seite, der Drehrad, da haben wir hier diese Rasterung. Also man fühlt wirklich die einzelnen Stufen hier. Wir haben hier nochmal den, das müsste der Balance-Regler sein. Das ist wirklich eine ganz, ganz toll gemachte Sache. Das Einzige, was nicht hundertprozentig perfekt gelungen ist, ist meiner Meinung nach hier diese Klappe. Die soll natürlich das Kassettenlaufwerk andeuten und ich weiß auch da, einige schwören von euch, ah, da muss auf jeden Fall wieder ein Kassettenlaufwerk rein. Das Problem ist, es gibt keine Kassettenlaufwerke, die man hier hätte einbauen können. Da hätte man das komplett neu entwickeln können. Das wäre unbezahlbar gewesen. Also von daher, wenn ihr es braucht, habt ihr hier die Möglichkeit, einen USB-Stick anzuschließen. Das ist keine Micro-SD, das ist eine normale SD-Karte und ihr habt hier noch einen AUX-Innenanschluss. Was man hätte verbessern können, und das kommt dann vielleicht mal irgendwann in einer MK2-Version, dass das Ganze hier versenkt ist, dass ihr quasi einen Micro-USB-Stick hier anschließen könnt und trotzdem noch die Klappe zukriegt. Wer das möchte, der muss dann hier eine SD-Karte nehmen, dann funktioniert es, aber SD-Karten im Auto sind dann doch nicht so beliebt, wie ich weiß. Und hier wäre es jetzt wirklich mal an der Zeit, dann doch die SD-Karte rauszuholen oder in Zukunft bei der MK2-Version, wenn sie dann mal irgendwann kommt, hier das Ganze versenkt anzubieten. Wir haben auf der Rückseite den klassischen ISO-Anschluss, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben hier ganz viele Vorverstärker-Ausgänge. Ja, man schließt normalerweise in so einem Fahrzeug nicht unbedingt eine Endstufe an, aber ich kenne wirklich auch viele, die das trotzdem machen und gerade deswegen machen, weil sie ein Youngtimer-Fahrzeug haben, was sie zwar hegen und pflegen, aber was jetzt nicht als Sammlerobjekt dient oder auch nicht als Wertsteigerungsobjekt dient, sondern sie wollen einfach das Fahrzeug so original wie möglich lassen, von außen und natürlich auch von innen, aber kleinere Verbesserungen in Form von einer wirklich
unfassbar kompakten Endstufe, die unsichtbar verbaut wird und auch wirklich einfach einzubauen ist, wird sehr gerne genommen. Da schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr da mal ein Angebot haben wollt für eine kleine 4-Kanal-Endstufe oder auch eine kleine 2-Kanal-Endstufe, dann eine E-Mail, wie gesagt, an support@sound.de. Und dann machen wir euch gerne ein Angebot, weil dieses Rad, die wird zum Beispiel gerne im W124 verbaut, also der alten E-Klasse. Und da gibt es dann gerne ein Kombi-Angebot mit den passenden 12 cm Lautsprecher von ESX zum Beispiel. Da habe ich unten auch in der Videobeschreibung was verlinkt. Es passt natürlich auch in ganz viele andere Mercedes-Fahrzeuge rein. Es gibt auch viele, die das vielleicht in Audi einbauen wollen. Die jetzt natürlich, jetzt kommt ihr wieder, ich weiß, es ist ja auch richtig, das Radio gab es nicht in jedem Fahrzeug aus der damaligen Zeit. Aber es sieht auch in vielen Fahrzeugen, wo es nicht original verbaut war, wirklich toll aus. Und wer da jetzt nicht päpstlicher ist als der Papst, der kann das natürlich auch gerne in einem Audi oder in einem VW verbauen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben hier USB und die SD-Karte. Wir haben natürlich auch Bluetooth mit an Bord. Wir haben hier noch einmal USB auf der Rückseite. Also wenn ihr euch da ein bisschen Arbeit macht und eine Verlängerung, die wäre jetzt nicht im Lieferumfang dabei, zum Beispiel ins Handschuhfach liegt, könnt ihr da euren USB-Stick anschließen oder auch eine kleine Festplatte ist möglich. Da aber direkt eine Anmerkung, also das Display hier, das ist natürlich jetzt von der Größe her wirklich so, ich würde es eigentlich sagen miserabel, aber es ist natürlich der Zahn der Zeit, beziehungsweise die damalige Zeit, die das Display so klein gelassen hat und da sieht man natürlich jetzt nicht so viel drauf, das heißt groß in den Ordnern rumspringen ist wirklich sehr mühsam, also da beschränkt euch bitte auf das Wesentliche. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, dann haben wir zum Telefonieren brauchen wir auch ein Mikrofon. Auch da wieder, ihr müsst es nicht verbauen, wenn ihr damit nicht telefoniert und einfach nur Audio-Streaming macht, das heißt Musik von eurem Handy aus, dann auf das Gerät übertragt. Ansonsten haben wir eine sehr kompakte, wie ich finde, ich halte es mal hier in die Kamera, ein sehr kompaktes Mikrofon. Das fällt auch wirklich kaum auf. Packt es dahin, wo es für euch am wenigsten auffällt und trotzdem auf euch ausgerichtet ist, auf den Fahrer. Kabel müsste ungefähr 3 Meter lang sein. Das sollte weniger ein Problem sein. Und wir haben auf der Rückseite, ich zeige es mal hier in die Kamera, auch noch unseren DAB-Anschluss. Das heißt, wir haben hier, wie bei allen Radios, die ich so kenne, 2 Tuner verbaut, den klassischen UKW-Tuner und einen DAB-Plus-Tuner. Und die sind getrennt. Warum sind die getrennt? Nun, ein DAB-Tuner ist per se zwar eine coole Sache, dass ihr Musik fast auf CD-Qualität oder auf CD-Niveau hören könnt, aber die sind auch ein bisschen pingelig, das heißt, die wollen eigentlich nur den DAB-Frequenzbereich bekommen und dafür gibt es dann spezielle DAB-Scheiben-Klebeantennen. Oder es gibt Kombi-Antennen, auch von Blaupunkt übrigens, die ihr verbauen könnt, da haben wir auch ein eigenes Video zu für euch vorbereitet. Oder ihr könnt einen DAB-Splitter verwenden und gerade bei Youngtimern und Oldtimern ist das durchaus möglich. Das heißt, wenn eure UKW-Antenne noch fit ist, dann gerne einen DAB-Splitter verbauen. Wir haben auch nochmal ein eigenes Video, warum ein DAB-Splitter auch manchmal nicht funktioniert. Da unten, wie gesagt, einmal in der Videobeschreibung bitte nachschauen. Jetzt habe ich ja einmal gesagt, wir haben den ISO-Anschluss. Bei vielen Fahrzeugen, auch älteren Fahrzeugen, passt nicht unbedingt der ISO-Anschluss. Blaupunkt ist jetzt hingegangen und hat einmal ein Kabel beigelegt. Ich nehme jetzt hier nur mal den Strom, das Stromkabel mit. Wo ihr im Zweifel, wenn bei euch eventuell schon mal dran rumgebastelt worden ist, hier direkt einmal Masse brauchen wir brauchen Dauerstrom und wir brauchen hier noch die rote Leitung für den Zündstrom. Das heißt, damit das Radio auch mit der Zündung ein- und ausschaltet. Die 3 Leitungen brauchen wir, um einmal das Radio anzumachen. Dann haben wir hier noch die blaue Leitung für die elektrische Antenne. Da gibt es auch übrigens eine von Blaupunkt. Speziell jetzt für Oldtimer natürlich. Ihr könnt damit aber auch einen separaten Verstärker steuern, beziehungsweise ein externes Gerät, was ich einschalten soll, wenn das Radio angeht. Dann haben wir hier nochmal die orange Leitung, das ist für die Beleuchtung, das heißt, wenn hier 12 Volt anliegen, zum Beispiel von eurer Innenraumbeleuchtung, dann dimmt das Display ab und wir haben die, wie ich finde, mittlerweile unnötige Leitung für ein Autotelefon, das heißt, wenn ihr wirklich aber noch ein Autotelefon habt und darüber telefoniert, braucht ihr diese Leitung, um dann das Radio stumm zu schalten oder einfach abzumuten sozusagen, wenn euer Autotelefon dann in Benutzung wäre. Wenn ihr allerdings ein Fahrzeug habt, wo nicht gebastelt wurde und auch nicht gebastelt werden soll, dann gibt es ganz viele verschiedene Adapter. Ich zeige euch jetzt mal hier, auch bei den älteren Mercedes, die notwendig sind, damit ihr diesen ISO-Anschluss verwenden könnt. Da, wie gesagt, gerne eine E-Mail schreiben mit euren Fahrzeugdaten an support@sound.de oder ihr nutzt unseren Konfigurator, der
unten verlinkt ist und dann könnt ihr mit ein paar Fragen zu eurem Fahrzeug ganz schnell zu dem Punkt kommen, wo ihr dieses Radio, natürlich auch andere Radios, im fertigen Paket für euer Fahrzeug kaufen könnt. Wir schließen es jetzt einmal an zusammen. Übrigens, ach so, ja, hier ist auch noch eine kleine Fernbedienung mit dabei. Wer es braucht, da ist sie. Manchmal werden wir noch gefragt, gibt es noch Radios mit Fernbedienung? Also Blaupunkt Bremen. Es gibt auch noch ein paar andere Blaupunkt-Radios, wo eine Fernbedienung dabei ist. Ihr müsst nicht immer das Bremen nehmen. So, wir schließen es einmal an. In meinem Verkabelungsfall muss ich einmal hier kurz auf den Ein- und Ausschalter drücken und schon geht's Display an. Das Wichtigste natürlich für euch, einmal das Pairing. Und ich bin nicht so fit in der Software jetzt von dem 46er, also von der SQR-Version. Wir probieren es jetzt mal zusammen. Es gibt die 200er-Serie, also die Einstiegsserie von Blaupunkt, und da geht es wirklich total einfach. Ich muss nämlich gar nichts machen, sondern einfach nur hier mein Handy hinlegen und dann verbindet sich es quasi schon automatisch. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Jetzt müssen wir einmal zusammen ins Menü reingehen. Ja, hier wird ja nur gemutet. So, wo ist da? Ist die Menütaste einmal. So, dann gehen wir einmal so weit, bis wir hier einmal bei Bluetooth sind. Und ich hoffe, ich drücke es jetzt richtig. Ja, Bluetooth Search. Pairing, da haben wir es. Eins weiter ist der Twin Connect, weil wir haben auch die Möglichkeit, zwei Handys zu verbinden. So, jetzt habe ich hier ein Gerät, das nennt sich hier, oh, jetzt sehen wir es, Handsfree. Ich soll hier den PIN 1234 eingeben. Jetzt muss man kurz warten. 1, 2, 3, 4. Koppeln. Und schon sind wir gepairt. Ich erlaube jetzt auch mal dem Radio hier mein Telefonbuch zu verbinden bzw. runterzuladen. Und wenn derjenige anruft, dann wird auch das Display dann den Namen anzeigen. Zumindest sofern es natürlich hier auf diesem Mini-Display Sinn ergibt. Starten wir jetzt einmal hier meinen Podcast. So, und wechseln hier einmal auf FM, AM, DAB, brauchen wir nicht, DAB 2, Bluetooth Stream, da haben wir ihn. So, einmal auf Play und dann zeigt auch das Display hier meinen Wacken Open Air Podcast an, den ich gerade höre. Machen wir mit der Pause, sonst muss ich so viel zurückspulen. Und hier, genau, hier haben wir auch dann die Pause. Das probieren wir jetzt aber auch gerade nochmal aus. Normalerweise würde ich sagen, kann man hier auch starten. Hier auf der 2 müsste das gehen. Tatsächlich. Gucken wir mal. Wunderbar, das funktioniert. Also hier auf der 2 kann ich auch meinen Bluetooth-Stream starten und stoppen. Was ich jetzt hier bei dem Podcast nicht hinkriege, ist einmal das Ganze zu auf den nächsten Track zu gehen. Das funktioniert jetzt hier zumindest bei meinem iPhone nicht. Ansonsten haben wir hier die Schaltwippe für zum Umschalten. So, jetzt gehen wir nochmal hier einmal auf das, in das Menü. Menü, so. Nein, ich will ins Menü. So, da sind wir. Und zwar möchte ich euch einmal das Display zeigen. Wir können hier einmal den Dimmer manuell stellen. Wir können auch nochmal einstellen, wie stark es bei Tag und bei Nacht, also wenn ihr diese Dimmfunktion über das Kabel verwendet, wie stark es dann einmal gedimmt sein soll. Wir können die Scrollgeschwindigkeit einstellen und wir können die Sprache einmal einstellen. Da wählen wir jetzt einmal Deutsch. Und wir können jetzt hier nochmal die Farbe einstellen. So. So, und das ist jetzt hier ein bisschen tricky, weil wir müssen hier einmal mit R, G und ihr wisst, was jetzt kommt, B, also die RGB-Töne, müssen wir einmal hier unsere Farbe einstellen. Das ist nicht so super komfortabel. Dafür haben wir, ich meine, 4096, ich meine, ansonsten wird es gerade eingeblendet, wie viele Farben es wirklich sind. Möglichkeiten, hier die Farbe zu wechseln, nicht nur vom Display selbst, sondern auch von den ganzen Tasten, dass ihr es wirklich perfekt auf euren Innenraum anpassen könnt. Also finde ich eine tolle Sache, wenn es auch, wenn gleich es auch nicht so super schnell einstellbar ist, aber ich sag mal, wer muss schon ständig die Farbe wechseln? Wir können die Uhrzeit, diverses haben wir noch, was haben wir da drunter? Demo wollen wir aus. Ah, genau, hier können wir noch die, genau, das ist noch eine tolle Funktion.
ihr könnt hier ja auch ein Multifunktionslenkrad anschließen und da ist es so, dass es hier die Möglichkeit gibt, das Multifunktionslenkrad nochmal zu programmieren, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ihr eine Taste drückt am Radio, eine Taste drückt am Lenkrad, dass hier entsprechend die Funktion ausgewählt wird, was mit dieser Taste passieren soll. Bei vielen Fahrzeugen gibt es natürlich laut, leise, vor, zurück und den Quellenwechsel. Bei vielen Fahrzeugen gibt es auch noch die Telefontaste, die funktioniert aber in wirklich den seltensten Fällen, weil oftmals, wenn bei euch ab Werk eine Telefonfunktion vorhanden war, also so eine Art Bluetooth- oder Autotelefon, dann ging diese Taste halt nicht an das Originalradio, sondern in ein separates Steuergerät oder direkt an euer Autotelefon. Eventuell war auch damals nur das Autotelefon in Vorbereitung möglich und es gab halt nur ein Lenkrad, wo dann diese Telefontaste vorhanden war. Also da bitte nicht wundern, wenn die Telefontaste auf eurem Lenkrad nicht hier funktioniert. Wenn ihr Fragen habt zum Einbau, wenn ihr Fragen habt zur Bedienung bzw. gerne ein Paketangebot, wie schon gesagt, haben möchtet, eine E-Mail an support@zaun.de oder schaut bei uns auf der Seite vorbei, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Oder schreibt natürlich hier in die Kommentare, bitte, bitte in die Kommentare schreiben, was ihr gut findet an diesem Radio und was ihr vielleicht auch nicht gut findet. Ich hatte es ja schon gesagt. Wir gehen gerne darauf ein und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut, allzeit, gute Fahrt und ciao, ciao.